Also herzlich willkommen an der Adalbert-Rapp-Schule, dem beruflichen Schulzentrum in Kulmbach. Ich bin die erste Schülersprecherin für die FOS in Kulmbach, die Fiona Volkmann, bin zurzeit in der 13. Klasse und möchte euch alle herzlich willkommen zu dem digitalen Hausrundgang einladen. So, wir befinden uns jetzt in der Aula der Fachoberschule und haben einen sehr bedeutenden Namensträger, nämlich Adalbert Rapps, der in Kulmbach die Firma Rapps gegründet hat, die zur Gewürzeherstellung immer noch dient. Und außerdem verleihen wir auch jedes Jahr in der 12. und in der 13. Klasse den Schulbesten den Adalbert Rapps-Preis. Wir haben für jede Ausbildungsrichtung auch eine interne Praktikumsstelle. Hier gegenüber haben wir gleich das Future Online Social School Projekt. Das ist die Praktikumseinrichtung für die Sozialen. Da haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in der Woche mit vielen verschiedenen Menschen in Berührung zu kommen und lernen einfach sehr viele verschiedene Individuen kennen. Von der FOS-Aula gehen wir jetzt zu den Praktikumsstellen für unsere Techniker und für die Berufsschule. So, jetzt befinden wir uns in der Werkstatt für Metalltechnik. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler alles, was mit Metall zu tun hat, aber auch Heizungs- und Klimatechnik. Hier bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in den Bereich der Heizungstechnik. In unserer Kfz-Werkstatt erhalten die Techniker in der FPA einen Einblick in die Automobiltechnik. Bei uns haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten an PKWs auszuprobieren, sondern auch an LKWs. Wir befinden uns hier in der Holztechnik und die Schülerinnen und Schüler können alles lernen, was mit Holzverarbeitung zu tun hat. Im Elektroniklabor lernen die Schülerinnen und Schüler der Ausbildungsrichtung Technik die Grundlagen der Elektrotechnik kennen. Wir bewegen uns jetzt in Richtung der Aula der Berufsschule. Dort befindet sich das Café Wilsdorf. Das ist die interne Praktikumsstelle für unsere dritte Ausbildungsrichtung, die Wirtschaftler. In diesem Gang befinden sich alle Verwaltungsräume wie das Lehrerzimmer, das Direktorat und auch das Sekretariat. Die Schülerinnen und Schüler der Ausbildungsrichtung Technik haben auch die Möglichkeit, in unserer Lehrbrauerei eigene Limonaden zu mischen und haben teilweise auch einen eigenen Brautag. Unsere Beratungslehrkräfte stehen gerne vor und während eures Schuljahres immer für euch zur Verfügung. Wie eben schon erwähnt, ist das Café Wilsdorf die interne Praktikumseinrichtung für unsere Wirtschaftler. Hier kalkulieren die Schülerinnen und Schüler selber ihre Einkäufe, machen diese Einkäufe auch und verkaufen ihre Waren. Hans Wilsdorf ist der Namensgeber unserer Berufsschule in Kulmbach. Er ist gebürtiger Kulmbacher und hat die Firma Rolex gegründet. Deshalb bekommt der beste Schüler der Berufsschule eine Rolex als Preis. Von unserem Hans Wilsdorf gehen wir jetzt zum Sekretariat. Meldet euch gerne online zuerst an und gebt dann eure Anmeldung persönlich bei uns im Sekretariat ab.